Liebe Freunde der Initiative Pro Holzweg, wir befinden uns heute hier im Kulturwerk Fichte in Magdeburg. Fichte, das ist natürlich ein guter Name für uns. Nicht ganz so gut ist das Motto des heutigen Tages, hierbleiben. Hier ist es eine Messe. Hier hat sich eine kleine Enklave der Menschen, die noch nicht Sachsen-Anhalt verlassen wollen, niedergelassen. Wir verstehen es noch nicht so ganz, weil das Land, da werden ja gerade die Lichter ausgemacht. Warum bleibt man also hier? Das möchten wir heute herausfinden und deswegen sind wir heute auch hier. Hält die Menschen in Sachsen-Anhalt? Na, ich hoffe doch, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt zumindest erstmal die Schönheit Sachsen-Anhalts... Worin besteht? Die Schönheit Sachsen-Anhalts besteht, ja, wahrscheinlich nicht gerade unbedingt in der ländlichen Umgebung, aber ich denke mal, Heimat verbindet. Was ist Ihre Region? Die Altmark. Und warum sind Sie da geblieben? Weil ich gerne da bleiben wollte, um auch mich als Fachkraft gerne erhalten zu wollen. Sie erhalten sich also selber? Ja. Magdeburg ist einer der attraktivsten Städte aus meiner Sicht, ja. Woran liegt das? Ja, und gucken sich die schöne Elbe an, gucken sich das Elbviertel an. Wäre das aber nicht viel schöner, wenn das alles renaturiert wäre? Sicher. Initiative Holzweg. Pro Holzweg. Pro Holzweg. Ja. Also kommen Sie aus Nordwest, aus Texas? Nein, nein, nein. Das finde ich interessant für uns hier. Wissenschaftlicher Mitarbeiter Siedlungswasserwirtschaft. Ich habe keine Ahnung, was genau damit gemeint ist. Ich lese mal vor. Aufgrund des wissenschaftlichen Geheimhaltungsangebotes werden diese Informationen über Ihre Aufgaben im persönlichen Gespräch ausgetauscht. Was müssten wir machen, damit Sie Sachsen-Anhalt verlassen? Boah, würde mir nichts einfallen. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ich bin zur Heimat verbunden. Zu verlassen? Zu verlassen, ja. Wenn ich sagen würde, wir schließen alle Schulen und alle Theater, würden Sie wegziehen? Naja gut, also wenn es dann so ganz radikal wird, wahrscheinlich schon. Na, einen guten Jobaussicht natürlich. Wenn man hier tatsächlich keinen Job findet, dann bleibt einem wohl nichts anderes übrig. Wenn jetzt hier Studiengänge geschlossen werden sollten, was wir als Initiative natürlich hoffen, dann würden Sie sagen, würden auch mehrere Leute gehen? Ja, auf jeden Fall. Das ist gut, das ist, würde ich sagen, die Bestätigung unserer These. Wenn wir jetzt die Wegziehen-Messe nächstes Jahr initiieren würden, würden Sie uns noch unterstützen? Wir könnten mal drüber nachdenken und unser Know-how gern mit zur Verfügung stellen, ja. Das ist gut, weil also Sie machen alles, wenn man Ihnen das sagt. Also wenn wir beteiligt werden angemessen, dann machen wir doch einiges, ja. Liebe Landesregierung, wir mussten heute feststellen, dass es noch eine kleine Enklave gibt, die nicht wegziehen möchte. Das müssen wir ändern. Wir müssen noch mehr Jobs abbauen und im sozialen Umfeld kürzen. In der Kultur klappt das ja schon ganz gut. Dann wird das auch was mit den blühenden Landschaften.